Herr unser Gott, du bist in diese Welt gekommen, um uns zu erlösen. Du hast uns durch deinen Geist eine Kraft geschenkt, die uns führt und lenkt in dieser Welt. Hab herzlich Dank, dass wir geborgen sind in deiner Gegenwart. Hab herzlich Dank, dass wir wissen dürfen, du bist allgegenwärtig. Hab herzlich Dank, dass wir hier dein Wort hören dürfen, von dir erfahren können und erkennen können, wie es um uns steht. Herr, wir müssen uns ändern. Wir müssen neue Gedanken und neue Herzen bekommen. Die kannst du uns nur geben. Herr, jetzt in diesem Wort, das wir jetzt hören, schenk du uns Erkennen und Verstehen. Und schenk du uns deine Gegenwart, sodass wir leben können und Vergebung finden können durch dein Wort und durch deine Tat, die du für uns getan hast. Hab Dank für den Segen und für dein Mitten unter uns sein. Amen. Ich möchte heute als Einleitung in die Predigt etwas erzählen aus meiner Familie. Ich weiß nicht, ob sich mein Sohn so freuen würde, wenn ich das erzählen also da würde, aber ich glaube, er wird das nicht hören. Ich möchte heute über etwas erzählen, was passiert ist, um für uns ein geistliches Prinzip herauszufinden, zu erkennen, weil dieses geistliche Prinzip, denke ich, sehr große Rolle in unserem Leben spielt. Mein älterer Sohn oder unser älterer Sohn Gideon mag sehr gerne Gewichte heben. Er mag schönen Körper also haben, mag stark sein. Er mag, dass Leute einfach Respekt haben, sogar vor seiner Erscheinung, bevor er irgendwas gesagt hat. Und tatsächlich, ich habe sehr gestaunt, oder wir haben sehr gestaunt, es war normaler, so jünger, also dann, aber vor einigen Jahren, also dann, hat er angefangen, fleißig zu trainieren, 5 bis 6 Mal in der Woche. Und dann hat er große Muskeln also bekommen. Und tatsächlich ist es so geworden, dass Leute Respekt also von ihm bekommen in der Schule, ja. Einfach durch seine Erscheinung. Und einmal war er im Fitnessstudio, das ist sein zweites Zuhause, und wollte sich aufwärmen, vorbereiten für das, was er später so machen wird. Vorbereitung bedeutete in diesem Falle Gewichte 70 Kilo schwer, also dann zu heben. Auf verschiedene Art und Weise, ich kenne mich damit nicht so gut also aus, aber das ist für ihn auf jeden Fall kein großes Problem. Alles lief normal und plötzlich hörten auch die Leute, die Kopfhörer im Ohr hatten, Knall ist das übertrieben, aber ein Geräusch, was ziemlich laut also dann war und aus Gideons Richtung kam. Er war bei einer Übung. Und plötzlich hörte er Krach und sein Arm war nicht mehr dort, wo er eigentlich sein sollte. Wurde ausgekugelt. Und als Eltern, ja, immer wenn man so Nachrichten gehört, nach dem Motto, ja, ich bin auf dem Weg nach Hause, zum Krankenhaus, dann denkt man, was denn jetzt also passiert da? Nicht Schlimmes und so, aber da und jenes und Erklärung. Eine kleine Sache, eine Übung, die er normalerweise gemacht hat, und dann fingen die Probleme an. Er musste zum Krankenhaus, zum Glück war er dort innerhalb einer halben Stunde. Dort musste er also warten, aber kam relativ schnell, musste Röntgenaufnahmen mussten gemacht werden, musste untersucht werden und in derselben Nacht musste auch er unter Vollnarkose musste sein Arm wieder eingerenkt werden. Bei so vielen Muskeln war das auch kein Kinderspiel, also kann ich mir vorstellen. Er musste dann Vollnarkose haben, die ganze Nacht im Krankenhaus also bleiben und erst am nächsten Morgen, und dann hat er noch Glück gehabt, dass er MRT, genau, da Untersuchung auch am nächsten Tag also schon bekommen hat, Termin dafür, dass sie genau feststellen konnten, worum es ging.
Ich bin kein Mediziner oder war Mediziner irgendwann, also dann Krankpflegeausbildung. Deswegen vergib mir also meine Ausdrücke, wenn ich nicht alles richtig sage. Aber diese Kapsel hier war sehr stark also beschädigt. Und es würde heißen, in einigen Tagen muss er wieder zur Untersuchung, Vorbereitung für die OP. 14 Tage konnte er nicht mehr also in der Schule schreiben, hat er Schmerzen gehabt, Schmerzmittel also da geschluckt. Und dann haben wir einen Termin bekommen für 12.10 Uhr, an einem Dienstag, denke ich, also war das. Wir sind hingegangen und dann müssten wir warten. Erst nach 2 Stunden kamen wir dran und dann musste Blut entnommen werden. Da mussten klärende Gespräche mit dem Anästhesisten und mit dem Chirurgen stattfinden. Ende der Geschichte, 4 Stunden waren wir dort im Krankenhaus. Ja, die Schwellung musste also verschwinden, bevor die OP dann gemacht werden konnte. Der Tag war angesetzt zur OP, aber der Anästhesist ist plötzlich krank geworden und deswegen wurde die OP verschoben. All diese Zeit konnte er nicht schreiben, Schmerzen gehabt, alles, was das begleitet hat. Da kam die OP, wieder Vollnarkose, 4 solche Anker, 3,5 mm so wurden eingesetzt, 3 Löcher, laparoskopisch oder endoskopisch, also wurde das gemacht. Und jetzt wurde er, oder dachten wir, jetzt können wir aufatmen, jetzt geht es weiter. Nein, die nächsten 10 Tage durfte er nicht zur Schule, wegen Infektionsgefahr, musste diese, es ist nicht Schiene, sondern wie man das heißt, also dann tragen, Prothese. Orthese, danke schön. Musste er tragen, also dann, ja. Wenn er damit fertig war, erst dann fing die Physiotherapie an. Physiotherapie läuft jetzt gerade an. Er kann linke Hand, ausgerechnet die Hand, mit der er schreibt, ja, und eigentlich seine wichtigere Hand, also dann, kaum jetzt also bewegen. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis sein Arm wieder voll funktionstüchtig wird. Eine kleine Ursache, die nicht mal ein Risikofaktor war oder dass er etwas getan hat, was er sonst nicht also getan hätte, hatte und wird noch. Es ist noch nicht absehbar, was für eine große Auswirkung das haben wird. Was für ein Prinzip finden wir oder ist in dieser kurzen Geschichte aus dem Leben? Eine kleine Ursache kann so große Auswirkungen in unserem Leben haben. Aber eine Frage, die ich euch jetzt stellen möchte. Stellt euch vor, es gibt auch so eine kleine Ursache, aber die Folgen sind unendlich positiv. Wenn wir das in unserem Leben herausfinden würden, wäre das nicht ideal? Kennt ihr eine kleine Ursache und enorm große positive Auswirkung? Denkt bitte drüber nach, solange wie ein Musikstück.